Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir mal einen Jahresrückblick über das Jahr 2021, gekoppelt mit ganz, ganz viel Selbstreflexion. Wir möchten gucken, was haben wir denn im Jahr 2021 gelernt? Was können wir aus dem Jahr 2021 lernen? Und was können wir für das Jahr 2022 lernen? Ich bin ja ein großer, großer Fan von Jahresrückblicken und ich habe das jetzt schon öfter gemacht. Aber ich dachte mir, dieses Mal mache ich es sozusagen interaktiv mit euch zum Mitmachen. Ich habe euch die Fragen, die ich in diesem Video beantworte, schon in Instagram hochgeladen. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, da heiße ich genau wie hier. Falls ihr die Fragen sozusagen selbst erstmal beantworten wollt und dann eure Antworten mit meinen Antworten vergleichen möchtet. Aber natürlich könnt ihr euch auch einfach zurücklehnen und das Video genießen. Starten wir mit der ersten Frage. Auf welche meiner Schritte aus dem Jahr 2021 bin ich besonders stolz? Es gibt einige Sachen, auf die ich ziemlich stolz bin und einige Bereiche, in denen ich mich sehr weiterentwickelt habe. Aber ich möchte jetzt mal auf vier Bereiche ganz besonders eingehen. Das sind so die wichtigsten Themen, die sich für mich verändert haben in diesem Jahr. Das erste ist natürlich auch gleich das größte und das wichtigste und das ist meine Selbstständigkeit, denn ihr wisst ja, dass ich inzwischen Vollzeit-YouTuberin bin. Und ich bespiele diesen Kanal hier mit 2 Videos pro Woche und meinen spanischen Kanal mit 1 Video pro Woche. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich es irgendwann schaffe, wirklich genug Geld damit zu verdienen oder, sagen wir mal, regelmäßig so viel Geld damit zu verdienen, dass ich mich wirklich traue, diesen Schritt zu machen und dass ich diese Sicherheit des festen Angestelltenjobs gehen lassen kann. Und das habe ich ja dieses Jahr gemacht. Ich habe gekündigt, ich glaube, zum 31.08. Das heißt, seit 1.09. bin ich wirklich hauptberuflich selbstständig. Und eigentlich ist es mein größtes Ziel in meinem ganzen Leben gewesen, nicht die Selbstständigkeit an sich, sondern den Freiraum, den eine Selbstständigkeit bietet, zu haben. Also nicht betteln zu müssen, Urlaub bekommen zu dürfen, nicht nur 30 Tage Urlaub im Jahr zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich 30 Tage Urlaub im Jahr machen will. Aber wenn ich sage, ich will jetzt sofort eine Woche Urlaub machen, dann kann ich das einfach machen. Ich kann es einfach selbst entscheiden. Man muss es nicht die ganze Zeit absprechen, man muss nicht gucken, man hat keine Urlaubssperre. Gerade im Personalwesen mit der Lohnabrechnung, das war immer so ein bisschen ein Hindernis. Man musste immer am ersten, zweiten Werktag des Monats da sein für die Lohnabrechnung. Lauter solche Sachen, das fällt einfach alles weg. Ich kann arbeiten von wo ich will, wann ich will, um wie viel Uhr ich will, mit wem ich will. Und es war einfach irgendwie ein ganz, ganz großer Traum von mir. Aber ich hätte nicht gedacht am Anfang des Jahres, dass ich es tatsächlich umsetze. Ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, was ich dachte, aber ich hatte keinen konkreten Plan. Und jetzt ist es so gekommen und ich bin natürlich überglücklich. Und darauf bin ich wirklich besonders stolz, dass ich diesen Schritt einfach gegangen bin, obwohl mir dadurch natürlich erstmal jetzt ein bisschen Einkommen weggefallen ist und ich unterm Strich jetzt eigentlich weniger verdiene als vorher. Aber reicht. Und da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt, auf den ich super, super stolz bin. Und zwar ist es meine finanzielle Situation. Die habe ich nämlich seit letztem Jahr, Oktober ungefähr, also seit Oktober 2020, um 180 Grad gedreht. Ich habe endlich angefangen, mich mit meinem Shoppingverhalten auseinanderzusetzen. Ich habe endlich angefangen, mich mit Finanzanlagen zu beschäftigen. Ich habe endlich angefangen, Geld zu sparen und überhaupt erstmal zu wissen, wo mein Geld hingeht. Also ich habe zum ersten Mal so richtig meine Ausgaben getrackt. Das hat mir total die Augen geöffnet. Und ich bin super, super stolz darauf, dass ich seitdem sehr viel Geld sparen konnte und mich jetzt auch sicherer fühle und ruhig schlafen kann. Ich bin außerdem super stolz darauf, wie sehr ich meinen Besitz reduzieren konnte. Ich habe zwar immer noch mehr als 1000 Gegenstände, ich verlinke euch gerne oben und unten nochmal das letzte Video, da habe ich nochmal aktuell meinen gesamten Besitz gezählt. Also da habe ich euch wirklich alles einzeln aufgezählt, was ich noch habe, falls euch das interessiert. Auch im Gegensatz vielleicht zum Januar, wo ich noch eine voll eingerichtete Wohnung hatte. Überhaupt diesen Schritt zu machen, ohne Wohnung jetzt erstmal zu sein, darauf bin ich sehr stolz, weil das schon eine Sache ist, von der uns unsere Gesellschaft immer wieder sagt, dass man so nicht leben kann und dass es voll schlecht ist, so zu leben und bla bla bla. Aber ich gebe da nichts drauf und ich habe jetzt wirklich die Erfahrung am eigenen Leib gemacht, dass es klasse ist. Und worauf ich noch sehr stolz bin, sind natürlich meine Auswanderpläne, die leider noch nicht so in die Tat umgesetzt sind, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber wir hoffen auf 2022. Zweite Frage.
Was war die schwerste Hürde 2021 und wie konnte ich sie meistern? Die schwerste Hürde ist für mich, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Ich könnte auch jetzt wieder sehr viele Sachen aufzählen, aber ich möchte mich eigentlich nicht die ganze Zeit wiederholen. Deswegen möchte ich mal auf den spanischen YouTube-Kanal eingehen. Der war wirklich eine sehr, sehr große Hürde für mich. Kann ich euch gerne nochmal unten verlinken. Der Kanal heißt Agnesita. Den Kanal habe ich mit dem Motiv, sagen wir mal, ins Leben gerufen, dass ich einfach mein Spanisch verbessern wollte. Eigentlich hatte ich den Start dieses Kanals so getimt, dass ich nur ungefähr einen Monat Videos aus Deutschland mache und ihn dann mit Vlogs aus Chile fütter. Das hat ja leider nicht so funktioniert. Deswegen musste ich mir jetzt natürlich was anderes überlegen, was ich mit diesem Kanal mache und lade da momentan relativ philosophische Videos hoch und probiere mich da so ein bisschen aus und mache Videos, auf die ich eigentlich schon sehr lange sehr viel Lust habe, aber von denen ich weiß, dass sie nicht so gut auf meinen deutschen Kanal passen. Und das erste Video auf Spanisch zu machen, war wirklich eine extrem große Hürde, weil, das ist auch natürlich beim Englischen so, ich einfach gehört habe, wie stark mein deutscher Dialekt noch im Spanischen ist. Und wir Deutschen haben ja diese Eigenart, dass wir den deutschen Dialekt in anderen Sprachen verabscheuen. Jeder Deutsche, der englische YouTube-Videos macht und wo man auch nur ein bisschen raushört, dass man einen deutschen Dialekt hat, der wird sofort von der deutschen Community niedergemacht. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich selbst mag den deutschen Dialekt auch nicht in der englischen Sprache, aber wir Deutschen sind da, glaube ich, im Gegensatz zu anderen Landsleuten nicht sehr tolerant. Und wie gesagt, ich habe das am eigenen Leib erfahren mit englischen Videos, deswegen war ich natürlich super nervös, was meine spanischen Videos angeht. Aber das hat sich in Grenzen gehalten. Ich glaube, die Deutschen sind bei der englischen Sprache am empfindlichsten oder vielleicht hört man es beim Spanischen auch nicht so sehr. Ich weiß, dass meine Aussprache noch nicht perfekt ist, aber ich glaube, sie hat sich in den letzten paar Videos schon sehr verbessert. Ich habe da jetzt noch nicht unendlich viele Videos hochgeladen, aber ich lade, wie gesagt, eins pro Woche hoch. Und wirklich dieser Schritt, das erste Mal seine eigene Sprache aufzunehmen in der fremden Sprache, die man noch nicht perfekt kann, und das dann einfach so rauszuschicken in die Welt, ohne zu wissen, wer es sieht und ohne zu wissen, wie die Reaktionen sind, das war schon echt eine große, große Hürde für mich. Und ich war so nervös, dass ich bis vor kurzem die Kommentare unter den Videos noch nicht lesen konnte. Weil ich wusste, wenn jemand was Gemeines schreibt, dann demotiviert mich das so sehr oder es schränkt mich irgendwie ein in meiner Freiheit, dass ich dann ja vielleicht die Videos anders mache oder nicht mehr so, wie ich sie gern machen würde, mache. Einfach weil ich zu sehr Angst vor den Reaktionen habe. Und erst seit kurzem kann ich jetzt auch die Kommentare lesen. Um nochmal kurz zurückzukommen zum Shoppingverhalten. Eine sehr, sehr große Hürde für mich war und ist auch immer noch so ein bisschen mein Kaufverhalten. Ich habe mich schon super, super doll gebessert. Also ich habe mich extrem gebessert. Und auch mein letztes Video, in dem ich erzählt habe, welche Käufe ich im Jahr 2021 alle getätigt habe, hat mir extrem dabei geholfen, die Fehler zu finden im System, in Anführungszeichen. Also ich habe übers ganze Jahr verteilt alle Käufe aufgeschrieben und dann habe ich mir angeguckt, was von den Sachen ist denn schon wieder ausgezogen, was habe ich schon wieder aussortiert. Und da habe ich ein paar Lektionen draus gezogen, zum Beispiel, dass Vinted-Käufe ganz, ganz, ganz häufig wieder ausziehen, einfach weil die Sachen nicht so aussehen, wie ich es mir vorstelle. Es gibt nur ganz wenige Stücke, die dann echt perfekt sind. Was auch oft wieder ausgezogen ist, sind Sachen, die ich von Freundinnen bekommen habe, einfach weil ich sie dann zwar schön fand, aber die nicht so richtig in meinen Kleiderschrank gepasst haben. Also so Gelegenheits-Secondhand-Finds, sagen wir mal, und Vinted-Käufe, wo man Sachen einfach nicht in Person sehen kann. Das war die größte Anzahl meiner Fehlkäufe dieses Jahr. Ansonsten eigentlich gar nicht. Ich hatte immer noch relativ viele Käufe dieses Jahr, weil ich einfach sehr viel anspruchsvoller geworden bin gegenüber den Gegenständen, die ich benutze. Und auch angefangen habe, manche Gegenstände auszutauschen. Zum Beispiel Kamera-Equipment, zum Beispiel auch Kleidung, zum Beispiel Schuhe habe ich auch ausgetauscht. Bedeutet, ich kaufe ganz gezielt etwas Neues, was perfekt für mich ist und sortiere dafür etwas anderes aus. Aber es ist natürlich super schwer, dann nicht, wenn man im Laden ist, in Gelegenheitskäufe zu verfallen. Und das war echt eine große Hürde, aber ich bin der Meinung, dass ich sie schon ganz gut gemeistert habe und mich ausreichend zusammengerissen habe, was mir dabei sehr geholfen hat, war die Regel, dass ich maximal 3 Sachen pro Monat kaufen darf, für mich persönlich. Ausgenommen hatte ich dabei Haushaltssachen, wenn jetzt zum Beispiel der Staubsauger kaputt gegangen wäre oder ich neue Putzlappen gebraucht hätte. Dritte Frage. Welche Gewohnheiten oder Gefühle möchte ich in 2021 zurücklassen? Ich möchte auf jeden Fall 2 Sachen ganz besonders zurücklassen. Und das erste ist meine Smartphone-Nutzungsdauer.
Ich habe in der ersten Jahreshälfte mein Handy noch super, super, super viel benutzt. Nicht für sinnvolle Sachen, sondern zum Surfen in Instagram. Und das habe ich jetzt in letzter Zeit ganz gut unter Kontrolle bekommen. Aber ich glaube, da ist trotzdem noch Luft nach oben. Ich möchte aber nie wieder zu dem Punkt zurück, an dem ich mal war. Ich möchte außerdem nicht mehr zurück zu diesen Gewohnheiten des gar keinen Sport machens. Ich habe im Jahr 2021 sehr, sehr wenig Sport gemacht. Erst gegen Ende des Jahres, jetzt im November, Dezember, hat sich das so ein bisschen verbessert, weil ich auch bereit war, neue Sachen auszuprobieren. Ihr habt vielleicht den Vlog gesehen, wo ich mit meiner Freundin wandern war. Das hat mich erstens total überfordert und zweitens bin ich daran extrem gewachsen an dieser Herausforderung. Das hat mir so einen neuen Aufschwung gegeben, einfach mal Sachen zu machen, die man nicht gewohnt ist und dass Sport eben nicht immer nur heißt, ins Gym gehen oder joggen gehen, sondern dass Sport halt auch heißt, vielleicht mal eine ganz neue Sportart auszuprobieren, Outdoor was zu machen, mit Freunden was zu machen. Dann war ich zum Beispiel auch in der Kletterhalle, was mir total viel Spaß gemacht hat. Und da möchte ich einfach in Zukunft noch super, super viel mehr Sachen machen. Ich möchte auch auf jeden Fall viel mehr Yoga machen, auch wenn das so eine Sache ist, die ja schon fast ein bisschen verpönt ist, weil es irgendwie jeder macht jetzt Yoga und so, aber ich glaube, dass das für meinen Körper sehr gut ist. Ich glaube, dass mein Körper diese Haltemuskulatur sehr dringend braucht, weil ich eine sehr schlechte Körperhaltung habe und ich glaube, Yoga ist ein guter Weg oder eine gute Sportart, um in diesen Haltepositionen, da ist ja auch viel über Kopf, diese Rücken- und Schulter- und Nackenmuskulatur zu stärken und meine Haltung so ein bisschen wieder aufzubauen. Oder überhaupt aufzubauen, nicht als hätte ich sie jemals gehabt. Ihr solltet mal Fotos von mir sehen, wenn ich nicht weiß, dass ich fotografiert werde. Ich habe echt eine Körperhaltung wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Es ist eine Katastrophe. Man kann sich es nicht anschauen und ich kann mich sogar erinnern, dass in der 5. Klasse ich schon angesprochen wurde für meine schlechte Haltung. Und es hat sich seitdem nie verändert. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das einfach nur daran liegt, dass meine Eltern mich nie getriezt haben dahin, weil ich kenne das aus Filmen, dass Kinder geschimpft werden, wenn sie nicht gerade am Tisch sitzen und sowas haben meine Eltern halt nie gemacht. Ob es nur daran liegt oder ob ich besonders dehnbare Sehnen habe, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls möchte ich Verantwortung dafür übernehmen und an meiner Haltung arbeiten und meine Haltung verbessern, bevor ich irgendwann deswegen Gelenkprobleme bekomme. Wie bin ich jetzt zu diesem Punkt gekommen? Wir haben eigentlich darüber geredet, was wir zurücklassen sollen. Ich möchte meine schlechte Haltung zurücklassen. Und ich möchte eigentlich auch sehr gerne meinen Schokoladenkonsum zurücklassen, über den wir in einem anderen Video schon sehr viel gesprochen haben. Und zwar in meiner Shadow Work Challenge habe ich nochmal, ja, mich darauf besonnen, dass das wirklich ein großes Problem für mich ist. Auch wenn manche von euch das nicht nachvollziehen konnten und gesagt haben, ja, Herrgott, dann isst du halt ab und zu mal Schokolade, was soll's. Aber ich rede hier nicht von einem normalen Konsum, ich rede von einem übermäßigen Konsum und der hat einfach oder wird Langzeitfolgen haben, die ich nicht möchte. Also das möchte ich auch sehr gerne zurücklassen. Vierte Frage. Worin habe ich 2021 meine Erwartungen übertroffen? Ja, ganz spannendes Thema, über das ich bisher fast noch gar nicht gesprochen habe. Spiritualität ist so eine Sache. In Deutschland eher verrufen, weil die Deutschen mögen ja immer sehr gerne Sachen, die irgendwie Daten, Fakten, Zahlen sind und die messbar sind. Und Deutsche mögen nicht so gern dieses Wusa und alles, was so ein bisschen spooky ist. Und früher habe ich, wenn ich Spiritualität gehört habe, eigentlich an Esoterik gedacht und an Kartenlegen und an Wahrsagen. Oder an so Hippies, die irgendwie mit Federn im Haar und Dreadlocks kiffen und in Bauwegen wohnen und in Kommunen wohnen und alle miteinander ständig Sex haben. Und das war für mich Spiritualität. Aber aus irgendeinem Grund, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie das passiert ist, bin ich in so ein Rabbit Hole der Spiritualität rein. Habe ich durch YouTube, ich weiß es nicht mehr, YouTuber gefunden, die ich gut fand und die gleichzeitig spirituell waren und Videos darüber gemacht haben. Dann dachte ich so, ist ja schon ganz interessant, was die so erzählen. Dann bin ich irgendwie weiter in die Richtung, dann habe ich andere YouTuber geguckt, ja, was gehört von Shadowwork und dachte mir, okay, gut, sich mit seinen eigenen blinden Flecken zu beschäftigen, ist ja schon was Gutes. Ich bin ja allgemein ein Mensch, der sehr, sehr viel von Selbstreflexion hält. Und ich war der Meinung, das bringt mich charakterlich weiter. Also habe ich begonnen, mich mit Shadowwork zu beschäftigen. Und dann einer der entscheidenden Punkte war auch, im Tiny House, also das ist noch echt gar nicht lange her, hatte ich mein Buch vergessen. Ich hatte nichts zu lesen dabei. Und dann waren wir in einem Edeka, glaube ich, und da gibt es ja Zeitschriftenregale. Und dann dachte ich so,
was kaufst du jetzt? Und irgendwie diese ganzen Zeitschriften haben mich alle nicht mehr interessiert. Dieses Cosmopolitan und Shape und was man früher nicht alles gelesen hat. Und dann habe ich eine Zeitschrift gesehen, die hieß Happiness mit Z am Ende. Und das war eine Zeitschrift, die sich so mit Spiritualität beschäftigt hat. Und die habe ich dann gekauft. Und das war so mindblowing, was da alles drin stand. Ich fand es mega interessant. Ich habe es aufgesogen wie ein Schwamm. Ich habe inzwischen die neueste Ausgabe von Happiness gekauft und die liegt unten. Und ab und zu lese ich immer mal einen Artikel. Aber da ist so viel neuer Input für mich drin, dass ich nach einem Artikel eigentlich fast ein paar Tage Pause brauche, um das alles zu verarbeiten und zu integrieren in mein Leben und dann den nächsten Artikel zu lesen. Also jeder Artikel ist für mich wie ein Buch gerade. Dann habe ich The Secret gelesen. Manifestation fand ich ja eh schon immer ein spannendes Thema. Ich will jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, was es da alles gibt in der Spiritualität und so. Ich meine nur, ich hatte nie das Ziel, spirituell zu werden und ich fand immer, dass das alles Spinner sind. Aber ich glaube, dass es, wenn man sich das rauspickt, was einem selbst zufliegt, dass es einen charakterlich stärker machen kann, dass es einem hilft, Sachen zu verarbeiten, dass es einem hilft, glücklicher zu werden. Denn ich glaube, so verstanden zu haben, dass das größte Ziel von Spiritualität wirklich ist, dass man selbst glücklich wird. Und das ist ja irgendwie das, was wir alle wollen. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen gesucht habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mein persönliches Glück ein bisschen mehr finde durch Spiritualität, aber so ist es passiert. Also da habe ich meine Erwartungen übertroffen, denn ich wusste nicht, dass ich überhaupt in dieses Thema will. Ich denke aber nicht, dass ich es zu sehr vertiefen werde hier auf YouTube, weil ich weiß, dass es da nicht so viele Anhänger gibt und ich auch das Gefühl habe, dass Menschen meinen YouTube-Kanal verlassen, wenn sie das Gefühl haben oder wenn sie überhaupt mitkriegen, dass ich spirituell bin oder so eine Einstellung habe, weil sie dann denken, okay, wenn eine Person spirituell ist, dann ist alles, was sie sagt, sozusagen Wusa und nichts Handfestes mehr dabei, aber so ist es ja auch nicht. Egal, da können wir vielleicht in einem anderen Video nochmal ausführlicher darüber sprechen. Für was bin ich 2021 dankbar? Also zuallererst möchte ich natürlich meine Familie hier erwähnen, vor allen Dingen auch meine, in Anführungszeichen, neue Familie, angeheiratete Familie, bei der wir ja zu Hause wohnen, seit 3 Monaten mehr oder weniger, ein- und ausgehen und hier unser Basecamp haben und unsere Sachen hier abstellen und immer wieder kommen und gehen, wenn wir wollen. Und dann sind wir wieder eine Woche weg und dann sind wir wieder eine Woche da und sind wir wieder eine Woche weg und hinterlassen unseren Dreck hier so ungefähr. Und mein Hund wohnt ja auch hier, der hinterlässt auch Haare und Sand. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, also überhaupt, dass eine angeheiratete Familie einen so aufnehmen kann wie die echte Familie. Und natürlich auch ihre Akzeptanz uns gegenüber, unserem Lebensstil gegenüber und die Geduld mit uns. Außerdem bin ich natürlich super dankbar, jetzt im Nachhinein auch, für meine ganzen Arbeitskollegen und den Job, den ich hatte, weil ich so viel gelernt habe und ohne diesen Job oder allgemein ohne festes Arbeiten hätte ich diese Selbstständigkeit niemals so zu schätzen gewusst. Und meine Kollegen sind mir echt so ans Herz gewachsen und die haben mir alle so viel Glück gewünscht für die Zukunft. Und die waren alle so verständnisvoll, als ich gesagt habe, dass ich gehe. Und es war echt eine richtig tolle Erfahrung und dafür bin ich auch super dankbar. Und drittens bin ich natürlich auch super dankbar, wie oft kann man das Wort super sagen, für euch. Also für jeden einzelnen Zuschauer, der meine Videos klickt, der einen Daumen hoch gibt, der einen Kommentar hinterlässt, der ein Abo dalässt, der mir in Instagram folgt und der irgendwie mir ständig Zuspruch gibt. Ich kriege so unendlich viele Nachrichten von euch, die echt so tief aus dem Herzen kommen und nicht einfach nur so cooles Video. Also auch wenn das auch gut ist, ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber die meisten der Nachrichten, die ich von euch bekomme, sind wirklich richtig persönlich und ihr geht total tief rein in die Themen, die ich mit euch bespreche und ihr reflektiert euch selbst total und lasst mich teilhaben an eurer Reise und an eurer Weiterentwicklung. Und ich habe einfach so eine tolle Community mit euch. Das ist so verrückt. Ich habe so selten irgendwie Kommentare von Leuten, die, ja, Hater, lass es Hater-Kommentare sein oder überhaupt gemeine Kommentare. Also wirklich 99,9% von euch sind einfach echt der Oberhammer und ihr unterstützt mich und ich habe das Gefühl, ihr geht überall mit mir hin. Und auch euer Zuspruch zu den Auswanderplänen und so hat mir so gut getan einfach. Und ich wäre natürlich auch nicht hier ohne euch, weil wenn keiner meine Videos gucken würde, dann könnte ich damit natürlich auch nicht selbstständig sein. Das heißt, im Endeffekt, alles, was ich jetzt habe ich mehr oder weniger euch zu verdanken. Also jedem Einzelnen von euch,
Und dafür wollte ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein ganz herzliches Danke sagen. Und ich versuche viel zurückzugeben, indem ich immer ehrlich bin mit euch und indem ich ja mein Herz mit euch ausschütte oder vor euch ausschütte, für euch ausschütte. Und meine ganzen Lessons, die ich so lerne, haha, da bin ich wieder beim Englischen, diese ganzen Sachen, die ich einfach lerne aus dem Leben, dass ich die mit euch teile und versuche euch zu motivieren, immer mit dem Hintergrund, dass ich möchte, dass ihr euer Leben selbst in die Hand nehmt und selbst Verantwortung übernehmt und selbst ja, euer Leben besser macht. Denn niemand kann euer Leben besser machen, außer ihr selbst. Und das ist wirklich so meine Kernbotschaft und das ist das, was ich in der Welt verbreiten will, dass jeder einfach für sich selbst verantwortlich ist und dass wir uns selbst im Weg stehen. Also meistens, zu 99% ist es so, dass wir uns selbst einfach davon abhalten, glücklicher zu werden und ich sehe das als meine Aufgabe an, euch dabei zu unterstützen, glücklicher zu werden. Sechste Frage. Was kann ich aus 2021 lernen für die Zukunft? Da ist mir eine Sache ganz besonders direkt in den Kopf geploppt und das ist dieser englische Satz Start before you're ready, also fang an, bevor du fertig bist oder bevor du bereit bist. Das habe ich schon so oft gemacht in meinem Leben, dass ich mir dachte, eigentlich bist du noch nicht bereit, willst du das wirklich jetzt schon angehen oder willst du lieber nicht noch warten, bis du die und die Qualifikation hast oder bis du so und so gut die Sprache sprichst oder bis du so und so gut schneiden kannst oder bis du so und so viel Geld verdienst damit. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Es wird nie der Punkt kommen, wo alles perfekt ist und jeder startet in Anführungszeichen schlecht. Egal, was man Neues anfängt, es ist nie gut. Jeder fängt klein an und das hat man schon 100-mal gehört. Aber wenn man selbst was Neues anfangen will, dann steht man sich doch immer wieder selbst im Weg, weil man das Gefühl hat, man muss erst gut sein. Und wir denken nie an diesen Satz, jeder hat mal klein angefangen, weil das ist irgendwo, ja, das hört man ständig, aber man schenkt dem keine Aufmerksamkeit. Aber das ist wirklich, das ist der Kern von allem. Man kann nichts Neues anfangen, wenn man nicht klein startet. Alle großen Unternehmen, alle erfolgreichen Personen, alle Buchautoren von tollen Büchern, die haben alle angefangen und waren am Anfang nicht gut. Oder zumindest nicht so gut wie mit der Sache, mit der sie dann erfolgreich wurden. Und das habe ich dieses Jahr auch echt wieder so sehr gemerkt mit meinem spanischen YouTube-Kanal und auch mit der Selbstständigkeit, mit allem. Und das möchte ich euch echt einfach nur mitgeben, dass wenn ihr eine Idee habt, irgendwas Neues anzufangen, sei es der Minimalismus, sei es eure Finanzen auf die Kette zu kriegen, sei es Auswandern, sei es ein neuer Job, macht's einfach. Und wenn es nicht klappt, dann soll es nicht sein. Siebte Frage. Worauf freue ich mich am meisten im Jahr 2022? Ich freue mich am meisten auf die positiven Vibes, die mich hoffentlich erwarten werden im Jahr 2022. In Chile, bei der Reise nach Chile, bei meinem Leben in Chile. Ich denke, alles wird sich auf jeden Fall darum drehen. Ich werde einen Haufen Herausforderungen zu meistern haben. Ich muss mich mit einem anderen Behördensystem auseinandersetzen, mit einer neuen Sprache, mit einer neuen Kultur, mit einer neuen Mentalität, mit einer neuen Wohnumgebung, mit einem anderen Klima. Und ich freue mich auf jede einzelne Herausforderung, weil ich weiß, wie sehr ich daran wachsen werde. Ich freue mich extrem darauf, besser Spanisch sprechen zu können, fließend Spanisch sprechen zu können, einfach plaudern zu können, soweit, ja, ich wäre so ein bisschen vielleicht soweit, aber ich traue mich nicht. Ich freue mich extrem darauf, eine eigene Wohnung wieder neu einzurichten. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich es mega finde, ohne Wohnung zu wohnen und ich fühle mich so frei, aber es macht halt keinen Sinn, wenn man jahrelang am gleichen Ort, in der gleichen Stadt wohnt, dort keine Wohnung zu haben. Deswegen werden wir natürlich eine mieten und die werde ich minimalistisch einrichten, so wie es uns gefällt und darauf freue ich mich extrem. Ich freue mich mega auf das Wetter, die Temperaturen und die Sonne. Das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass gerade Winter ist, aber ich kann sie förmlich schon auf meiner Haut spüren. Ich freue mich auch aufs Big City Life und vielleicht wieder ins Gym zu gehen und Leute kennenzulernen und aufs Leben. Ich freue mich einfach nur aufs Leben. Ich bin jetzt natürlich super gespannt zu hören, wie ihr die Fragen beantwortet habt. Wenn es euch nicht zu privat ist, könnt ihr das natürlich sehr gerne unten in den Kommentaren machen, auch stichpunktartig. Würde ich mich mega drüber freuen. Aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall von euch beantwortet haben. Und das wäre, welches Video im Jahr 2021 hat euch am besten gefallen oder hat euch am meisten gebracht, ist am meisten hängen geblieben bei euch?
oder hat er den meisten Einfluss auf euer Leben sozusagen? Das würde mich sehr interessieren. Wenn ihr das mit mir teilen würdet, dann wäre ich sehr, sehr glücklich, denn daraus kann ich natürlich auch lernen, was so die wichtigsten Themen für euch sind. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Habt ein schönes Fest und lasst euch nicht stressen. Seid einfach ganz entspannt. Jeder tut, was er kann. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann am Sonntag wieder mit einem neuen Video von mir. Bis dann!